Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit SmackDown vs. Raw 2008. Beim letzten Mal war Tables Tornado Tag dran, ne? Dieses Mal TLC Tornado Tag. Muss mal kurz die Lautstärke ein bisschen runterschieben. So. Erneut habe ich natürlich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wer jetzt hier die Gürtel hat. Komm, gib mir einen Hinweis. Mick Foley und The Rock, genau so war das. So, wenn wir Mick Foley und The Rock haben, dann brauchen wir natürlich auch wieder bei einem TLC-Match. Komm, da brauchen wir zwei dicke Fische, hätte ich jetzt was gesagt. Na, pass auf, wir nehmen King Booker. Wen nehmen wir noch? Triple H? Oder wen macht... Wer macht Sinn, dass wir den nehmen? Kommt Mark Henry noch dazu, oder was? Und dann The Rock und Mick Foley. So. Titel... Nee, warte. Ja, ja, doch. Also... Ich hoffe, dass er jetzt die richtigen Titel genommen hat. Oder nimmt. Nicht, dass wir jetzt... Aber das macht ja gar keinen Sinn. Wenn wir jetzt den Dings-Titel gewinnen würden. Den WWE-Titel oder was das, was er da noch hält. Ja, ich habe jetzt einfach mal random Booker T und Mark Henry genommen. Ich hatte zuerst so gedacht, ja, vielleicht nehmen wir einfach Kurt Angle und JBL oder so, aber Kurt Angle gibt's ja hier gar nicht. Ist halt auch schade, ne? Big Show gibt's ja auch nicht. Aber ist ganz witzig. Ich habe mir nämlich damals, also ich ertappe mich manchmal oder kriege das manchmal mit, dass die Gedanken, die ich damals schon hatte, so, was man machen könnte, dass die heutzutage so auch stattgefunden haben. Weil ich habe mir das damals nämlich auch schon so vorgestellt. Ey, warum kannst du nicht einfach irgendwelche Wrestler da rein switchen? Na, und das geht ja heutzutage. Oder lädst du sie einfach aus dem Internet runter. Bei den neuesten Spielen. Und das ist doch geil. Da habe ich damals schon dran gedacht. Dass man das, oder irgendwelche Matcharten oder sowas selber erstellen. Na, dass du dann 3 gegen 3 machen kannst. Oder 3 gegen 2 oder 3 gegen 1 oder so. Haben sie ja hinterher nachher auch irgendwann gemacht, dass du zumindest diese Matcharten, also eine größere Auswahl hattest an Matcharten. So, komm her hier. Bam. Booker T gegen The Rock. So, das ist jetzt ein TLC-Match, das heißt, wir kloppen einfach drauf los. Im Prinzip. Nein, da hoch. Und jetzt der Jump. Jump, Jump. Gut, dass es noch so schön in Slow-Mo gesetzt wurde. Zack. Das ist einfach Hardcore-TLC-Match hier. Jetzt gibt's hier einfach... Also es ist nichts anderes wie bei einem Hardcore-Match, außer dass du halt im Endeffekt eine Dings noch mit drin hast. Komm. Ne, leider. Ansonsten ist ja alles gleich. Yeah. Das ist ein krasser Finisher. Ich habe den Finisher gemacht. Dann macht er hier den ganz normalen Finisher. Also so ein... Ja, das ist immer... Ihr müsst mal Rey Mysterio sehen, wenn der außerhalb des Ringes ist. Das ging ja früher denn gar nicht. Den konnten die einfach außerhalb des Ringes keine Finisher machen. Hier, yeah, umkippen. Aber mittlerweile haben die dann so eine, ja, abgewandelten... Easy peasy Finisher. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Funktioniert. Man springt nur auf den Falschen rauf. Ja, kletter da mal hoch. Sammel mal den Titel ein. Ist nur keiner, wa? Bro. Boah, Digga, wieso hat er denn seine Sicht andauernd drinne? Ist egal, ich klatsche einfach jeden weg. So, komm her hier. Komm. Ja, Mann. Bookend. Bam. Irgendwie haben die nicht wirklich Impact, oder? Pass auf, mal gucken, auf wen wir jetzt drauf jumpen. Yeah, Mick Foley erwischt. War doch mal was. Hier, komm. TLC. Nehmen wir natürlich die T-Treppe. Tables, Ladder, Chairs heißt das in Wirklichkeit.
Das ist so witzig, weil ich damals natürlich mit Tables, Ladder, Chairs, ich wusste natürlich, dass das damals TLC, dass das für Tables und Ladder steht, ne, Tische und Leitern. Und dann denke ich mir so, hä, wofür steht denn das C? Oh, das ist ja hier gar nicht meine. Ich habe irgendwie so einen Gedanken, dass ich mit The Rock in einem Team bin. Und dann sagt mir ein Kumpel, dass, na, das steht doch für Chairs. Und dann denke ich so, ah ja, stimmt ja. Das ist mir nicht ganz aufgegangen damals, aber da war ich auch noch ganz frisch im Wrestling-Business. Bam! Oh, nice one. Knockout. Ja, wir machen natürlich noch ein Match. Nochmal die Titel verteidigen. Mir ist in letzter Zeit auch so der Gedanke gekommen, ey, ich müsste jetzt langsam mal wieder anfangen mit Wrestling gucken. Vielleicht passiert das nächste Woche schon. Jetzt will mal wieder bei Raw einsteigen, denn Royal Rumble ist nicht mehr so weit weg. So, Mark Henry und Booker T. Das darf ich nicht vergessen, wir müssen jetzt Mark Henry nehmen. Dass er sich dann immer so, weiß ich nicht, speicher dich doch tot. TLC, Tornado Tag. So, Mark Henry brauchen wir. Da ist er. Natürlich. Türlicht, Türlicht. Ja, ist halt auch ein bisschen nervig, dass wir hier im Endeffekt King Booker haben und nicht Booker T. Heutzutage könnte man das ja dann wahrscheinlich eher auswählen, ne? Ob du nur King Booker nimmst oder Booker T. Aber damals war das noch so, der hatte das Gimmick und dann musstest du das im Endeffekt, ja, nehmen. Was ein bisschen schade ist, weil die Mucke, die Intro-Mucke von Booker T ist natürlich um Welten besser als diese King Booker-Scheiße. Aber er war halt damals ein Heel und dann hat man das so halt dargestellt, ne? Weil er da irgendwie das King of the Ring Turnier gewonnen hat oder so, ne? Und nachher wurde das auch irgendwie, das ist auch nachher dann zu oft, weißt? Wenn das nachher jedes Jahr stattfindet oder so, dann ist das irgendwann auch ein bisschen zu viel. So, wir verteidigen jetzt natürlich nochmal die Gürtel. Mal gucken, wie ich so mit Mark Henry klarkomme. Vielleicht hätte ich den zuerst nehmen sollen, weil ich glaube, dass ich mit Booker T ein bisschen besser klargekommen bin. Ich weiß noch damals die Mucke von einigen Wrestlern, ey, das war auch so geil. Da man immer versucht, die da ranzukommen und dann irgendwie über YouTube dann die Intro-Mucke immer gehört. Ja, ja, waren damals schon geile Zeiten. Als es noch nicht alles so, weißt, das ist immer so, das hat einen mehr gekickt, wenn du noch nicht gleich an alles rangekommen bist. Wenn du dir manche Sachen so erarbeiten musstest, heutzutage googelst du einmal kurz und dann hast es. Damals war das noch nicht so, damals hatte man noch kein Internet und sowas. Oder dann musste man auf gewisse Folgen von einigen Sachen warten. So zum Beispiel heutzutage wie bei Deutsche Synchro Dragon Ball oder Deutsche Synchro One Piece oder sowas. Da ist ja zurzeit gar kein Rankommen, also auf legale Art und Weise. Und so war das damals halt auch, ne? Ich hatte das neulich schon mal irgendwo erwähnt, da konntest du am Wochenende nicht mal irgendwie Simpsons gucken oder so, weil das einfach nicht lief. Oder King of Queens oder die üblichen Sachen, die sonst so irgendwie liefen unter der Woche. Da warst du ein bisschen am Hintern. Aber keine Sorge, da oben rechts ins Bild laufen wir auch irgendwann nochmal. Das machen wir dann wahrscheinlich im Hardcore-Match. Dass wir da dann auch nochmal reingehen. Können wir hier einen Finisher? Jo, das ist der Finisher. Und bam! Ja, ist ein bisschen lame, aber macht natürlich bei ihm Sinn, weil er so ein Powerhouse ist. Was macht der? Was macht Mick Foley da? Du willst zu Boden? Okay, wir ballern dich zu Boden. Haben sie denn auch immer so eine Power-Moves gemacht, ne? Du gehst denn da auf den, auf die Ringecke und dann springst du und dann hatte das natürlich, okay, The Rock verpisst dich. Dann hatte das natürlich mega Impact. Ja, was können wir noch machen? Ah, erstmal ausgekontert werden, das können wir. Boah, toll. Hat zu lange gedauert. Er klatscht einfach alles und jeden beiseite.
Alter, das Ding hat gleich so gesessen, dass ich da sonst wie krass in die Asche gegangen bin. Los. Hallo. Jetzt. Sledgehammer. Bam. Zack, auf die. Auf die Omme. So, jetzt wollen wir natürlich mal versuchen, ob wir hier nochmal irgendwie einen Finisher reinkriegen. Oh nein, schon wieder gekontert. Ja, wie gesagt, das mit dem Tisch ist ein bisschen blöd. Ja, komm. Ah, nein, shit, ich hätte noch ein bisschen warten müssen. Ah, nein. Das gibt's gefühlt alles auch schon irgendwie besser mit dem Tisch. Ich wollte gerade sagen, was kann der denn an zweiten Finisher? Okay, eine Aufgabegriff, okay. Erstmal ordentlich knuddeln hier den Boy. Bam. Ja, ich sag ja so, richtig geil finde ich Mark Henry jetzt nicht. So. Ich mochte den ja früher überhaupt nicht, als er den gegen den Undertaker gewrestelt hat und so. Aber nachher fand ich den irgendwie charmant. Weiß nicht, mittlerweile so, okay, ich. Wie gesagt, er ist ja. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Aber, ich muss sagen. Ich finde ihn ganz cool. Mittlerweile eigentlich. So. Okay, ich dachte schon kurz, kurz habe ich gedacht, er hat mich gekontert, aber ne. Einfach mal pin. Boah, The Rock kommt bei Rot noch wieder raus. Das ist nicht schlecht. Dann jumpen wir nochmal von hier oben auf ihn rauf. Einfach random irgendwo hingejumpt, toll. Und bam. Das mit dem Content ist schon echt knackig hier. Ja, komm. Normal, bam. Jetzt ist er hier Ende Gelände oder was? Jetzt muss es das doch gewesen sein. Nochmal den Finisher gesetzt. Bam. Alter. Okay. Ich hätte gedacht KO. Aber dann machen wir es halt einmal per Pin und einmal per KO. Okay. Damit haben wir dann auch nochmal verteidigt. Ja, wie gesagt, ich werde demnächst wieder versuchen anzufangen Wrestling zu gucken. Damit wir uns wenigstens ein bisschen noch auf den Royal Rumble vorbereiten. Und dann muss ich mal schauen, ob ich dazu wieder eine Preview mache. Kam ja jetzt zuletzt nicht mehr so gut an, beziehungsweise hat keinen so richtig gejuckt. Das war auch schon mal ein bisschen anders. Aber Royal Rumble, ich weiß nicht, zum Royal Rumble, das ist einer der Big Four Pay-Per-Views. Das würde mich schon, also ich mag den persönlich auch am liebsten. Früher noch WrestleMania ganz gerne gesehen, weil es da Money in the Bank Matches und sowas gab. Viele verschiedene Match-Arten, die nachher leider alle einen eigenen Pay-Per-View bekommen haben, was nicht so gut ist. Das fand ich nachher nicht mehr so geil. Wenn Money in the Bank, Hell in a Cell und was weiß ich, was es da noch so alles gab. Die haben ja nachher alle einen eigenen Pay-Per-View gekriegt. Das war, naja, das hat sich dann ein bisschen leider ausgeleiert gefühlt. Na gut, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.